Karin Leukefelte sind jetzt gerade wieder in Syrien und halten sich zurzeit in Damaskus auf. Konnten Sie denn in den letzten Tagen und Wochen auch andere Landesteile besuchen? Ja, es war mir also möglich, nach Suweida zu fahren. Ich habe dort die Geschichte einer Entführung recherchiert und bin mit dem Bus dorthin gefahren, so wie sich die Syrer im Allgemeinen hier bewegen. Das ist eine sehr beschwerliche Busfahrt durch sehr viele Kontrollen, sowohl wenn man aus der Stadt hinausfährt, als auch wenn man dann am Abend wieder zurück in die Stadt zurückkehrt. Also sehr intensive Kontrollen. Bei diesen Fahrten konnte ich also auch sehen, wie stark die Zerstörungen im Umland von Damaskus sind. Man fährt also an verschiedenen Ortschaften vorbei, die ganz eindeutig schwer gelitten haben. In andere Landesteile bin ich leider nicht gekommen. Ich vermute, es ist ohnehin sehr schwierig für Sie, sich überhaupt außerhalb der Hauptstadt zu bewegen. Ist das richtig? Ja, also das ist richtig, weil ich im Allgemeinen eigentlich darauf angewiesen bin, dass jemand mit mir fährt. Also der mich begleitet, auch einfach ein Landeskundiger. Ich habe bisher immer jemanden gehabt, der mit mir fährt, der aber die Stadt nicht mehr verlassen kann oder will, aus Sicherheitsgründen. Das andere ist, dass ich eigentlich immer Freunde besuche oder Bekannte besuche in anderen Städten, wenn ich nach Homs fahre oder nach Latakia oder Aleppo. Und diese Personen sind im Moment nicht erreichbar. Aber man erfährt doch eine ganze Menge über Leute, die aus anderen Landesteilen in die Stadt kommen. Also zum Beispiel, wo ich wohne, das ist so ein Familienhotel und da kommen also viele Leute zum Beispiel aus dem Nordosten des Landes, aus Raqqa oder aus Deir ez-Zor, Kamischli, auch aus Aleppo. Und die berichten dann schon über die Lage in ihren jeweiligen Landesteilen und das ist sehr interessant zu erfahren, einfach, dass sich die Menschen tatsächlich weiter bewegen oder wieder bewegen und auch besser bewegen können teilweise. Aber sie berichten natürlich auch über die Schwierigkeiten, die sie haben, zum Beispiel mit islamistischen Gruppen in Raqqa oder Deir ez-Zor oder in den kurdischen Gebieten in Afrin. Also über diese Menschen erfährt man sehr viel. Frau Leukefelte, mit der Einigung darüber, die syrischen Chemiewaffen unbrauchbar zu machen, ist ein US-geführter Militärschlag erstmal unwahrscheinlicher geworden. Wie entwickelt sich denn dieser Abrüstungsprozess? Ja, also der entwickelt sich unglaublich effektiv, zügig. Man muss sagen, dass also diese Inspektoren, die hier arbeiten, die leben hier in Damaskus, im Four Seasons Hotel, das ist komplett abgesperrt worden, also früher konnte man daran zu Fuß vorbeilaufen. Das ist sozusagen für die und andere internationale Organisationen reserviert. Die fahren täglich raus und haben also nach eigenen Angaben von 23 Lagerstätten für chemische Waffen und Produktionsstätten haben sie 22 besucht mittlerweile, haben dort alles versiegelt, haben das dokumentiert mit Filmaufnahmen. Manchmal kann man auch in westlichen Fernsehmedien solche Bilder sehen. Und sie haben fristgemäß also auch eine Auflistung, die syrische Regierung hat fristgemäß eine Auflistung abgegeben, über wie viel solcher chemischer Waffen sie verfügt. Das heißt, dieser Prozess geht erstaunlich gut voran. Also das heißt, sowohl die syrische Seite als auch die internationale Seite haben offensichtlich ein vorrangiges Interesse, diese Sache auch konfliktlos zu lösen. Ein Problem wird sein, dass die Entfernung und Entsorgung dieser Waffen sehr viel Geld kostet. Die Organisation zur Abrüstung chemischer Waffen verfügt nicht über so viel Geld. Sie braucht Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft, also den Staaten der Vereinten Nationen. Einige haben schon abgesagt, wie Norwegen beispielsweise, aber Russland will offensichtlich da auch massiv zur Seite stehen und dazu beitragen, dass diese Abrüstung dann auch tatsächlich bis Mitte nächsten Jahres umgesetzt werden kann. Wirkt sich diese Abrüstungsinitiative, die auch als diplomatischer Coup gehandelt wurde, in irgendeiner Weise auf den ja schon längst tobenden Krieg in Syrien aus?
Also das Thema chemische Waffen oder chemische Substanzen in Waffen ist erstmal von der Tagesordnung und aus den Medien relativ verschwunden. Das ist sicherlich eine ganz konkrete Folge davon. Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, also der Krieg ist tatsächlich real. Jeden Tag geht er weiter auf ganz normale und brutale Art und Weise militärisch, mit Luftschlägen, mit Angriffen der syrischen Streitkräfte, aber natürlich auch mit den Angriffen von Seiten der Aufständischen, sodass also dieser Krieg an sich und auch die Zerstörung des Landes und die Vertreibung von Menschen anhält. Man muss dazu sagen, was ja von der Opposition sehr kritisch angemerkt wird, dass die syrischen Streitkräfte also unglaublich erfolgreich sind. Also diese Vereinbarung über die Abgabe der chemischen Waffen hat offensichtlich dazu geführt, dass man den syrischen Streitkräften jetzt von Seiten der Amerikaner oder der EU auch den Spielraum zugesteht, gegen islamistische bewaffnete Gruppen vorzugehen, massiv vorzugehen. Denn dadurch fühlt sich der Westen ja auch selber bedroht. Also der Krieg hat eine etwas andere Richtung angenommen und Gruppen von der Freien Syrischen Armee und der Nationalen Koalition, die ja jetzt gerade in Istanbul getagt hat, fühlen sich also durch diese Entwicklung beiseite gedrängt, missachtet in ihrem eigentlichen Kampf. Also das ist eigentlich eine Folge davon. Die bewaffneten regierungsfeindlichen Gruppen sind von Anfang an von einigen westlichen Staaten, insbesondere den USA, sowie von Katar und Saudi-Arabien als auch der Türkei unterstützt oder sogar mit aufgebaut worden und wären ohne diese Unterstützung auch gar nicht so weit gekommen, wenn man das so sagen kann. Hat sich an dieser Unterstützung im Zuge des Abrüstungsprozesses, soweit bekannt, irgendetwas geändert? Ja, man kann sagen, dass diese Front, diese geschlossene Front, die die bewaffneten Gruppen hier unterstützt hat im Land, also Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Türkei in erster Linie, mit Unterstützung westlicher Staaten, Frankreich, Großbritannien und den Amerikanern, diese Front splittert auf. Die Amerikaner haben offensichtlich doch ein anderes Interesse in dieser Region. Sie wollen sich einigen mit Russland, sie wollen sich einigen mit dem Iran. Und deswegen schwenken sie etwas mehr also auf die diplomatische Schiene über, während diese anderen Länder, also die regionalen Staaten, die ihre eigenen Interessen hier in Syrien oder auch gegen Syrien verfolgen, sich sozusagen alleingelassen fühlen. Und das hat zur Folge, dass also auch diese Front der regionalen Staaten, die also bewaffnete Gruppen unterstützt hat, dass die auch aufsplittert. Das heißt, Katar ist inzwischen etwas mehr zurück, hat sich etwas mehr zurückgezogen von dieser aktiven Bewaffnung der Gruppen hier im Land. Saudi-Arabien plant offensichtlich jetzt eine Art Söldnerarmee aufzubauen, um sich unabhängig zu machen von den Amerikanern, also inwieweit das umgesetzt werden kann oder auch schon wird, das ist noch fraglich. Die Türkei ist dazu übergegangen, die Grenzen, die ja bisher weitgehend offen gewesen sind, zu kontrollieren, teilweise auch zu schließen. Es hat also die Beschlagnahmung von Waffen, Transporten auf türkischer Seite gegeben, die also nach Syrien transportiert werden sollten. Also da entwickelt sich einiges, was dann dazu führt, dass hier vor Ort diese bewaffneten Gruppen, die also auf diese Unterstützung angewiesen waren, alleingelassen werden, nicht mehr den Nachschub bekommen, den sie brauchen, gleichzeitig massiv angegriffen werden von den syrischen Streitkräften. Also diese militärische Front verändert sich. Die UN-Entwicklungshilfeorganisation UNDP hat von einem, ich zitiere, schweigenden Krieg gegen die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung Syriens, Zitat Ende, gesprochen.
Ein Enthauptungsschlag gegen die syrische Regierung scheint nicht mehr auf der Agenda der Westmächte zu stehen. Ist also die Zerstörung der menschlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Syriens ein Kriegsziel des Westens und seiner Verbündeten? Also man muss natürlich dazu sagen, dass die Opposition, wenn sie Oppositionellen jetzt diese Frage stellen würden, würden die natürlich sagen, die Hauptverantwortung für die Zerstörung des Landes trägt die Regierung und trägt der Präsident Bashar al-Assad, weil er eben halt in dieser militärischen Weise vorgegangen ist. Das ist also eine Sichtweise, auf die ich auf jeden Fall hinweisen muss bei dieser Frage. Andererseits, wenn man sieht, wie der Westen sich in den letzten 2, 2,5 Jahren verhalten hat, also im Grunde gab es ja eine absolute Abwesenheit von Diplomatie und eine einseitige Unterstützung der Gruppen, die hier im Land bewaffnet vorgegangen sind, muss man sagen, dass der Westen diese Zerstörung auf jeden Fall in Kauf genommen hat. Natürlich werden Politiker im Westen das zurückweisen, wenn man sagt, das ist also ein Kriegsziel hier, das Land zu zerstören. Aber de facto ist es genau das, was geschieht. Das ist sehr wohl bekannt gewesen im Westen, insbesondere auch in Europa, dass dieses Syrien ein Entwicklungsland ist, also dass es Hilfe brauchte, dass es im Grunde ein armes Land war, das sowohl in der menschlichen als auch in der wirtschaftlichen Entwicklung Unterstützung brauchte, auch darum gebeten hatte, teilweise diese Unterstützung bis 2010 auch erhalten hat. Und das Land war im Aufbau. Es war wirtschaftlich im Aufbau, es hatte ein Wirtschaftswachstum von 5% noch im Jahre 2010. Die Arbeitslosigkeit war relativ niedrig. Es gab natürlich eine große Armut und es gab viele wirtschaftliche Probleme, aber die hätten, wenn man dieses Land sich hätte friedlich entwickeln lassen können, dann wären diese Probleme sicherlich in der einen oder anderen Weise auch gelöst worden. Durch diese kriegerische Auseinandersetzung ist alles, was bis dahin aufgebaut worden war, zerstört. Viele Menschen, die gute Ausbildung hatten und so, haben das Land verlassen. Und das also insbesondere medizinisches Personal, Ärzte allein, haben das Land verlassen. Das ist natürlich alles etwas, was jetzt hier fehlt. Und deswegen dieser massive Rückschlag gegen die menschliche Entwicklung und gegen die Entwicklung dieses Landes. Ist ein Ende dieses Krieges gegen Syrien in Sicht? Man spricht ja jetzt von Genf II. Die Genf II-Gespräche stehen offenbar bevor. Selbst die nationale Koalition, die das bisher immer abgelehnt hat, wird sich also offenbar daran beteiligen, wie man dieser Tage gehört hat. Und wenn es jetzt tatsächlich zu diesen Gesprächen kommt, dann gibt es auch eine Chance, zu einem Waffenstillstand zu kommen und einen politischen Übergang zu bewerkstelligen, der ja mit Genf I, also mit dieser Genfer Vereinbarung von Juni 2012, angestrebt worden war. Interesse gibt es sicherlich an diesem politischen Prozess auch von Seiten des Westens, weil natürlich der Wiederaufbau in diesem Land ganz besondere Anstrengungen braucht. Es wird sehr viel Geld gebraucht, um hier das Land wieder aufzubauen. Und da gibt es ja bereits Pläne, also dass dieser Wiederaufbau unterstützt werden soll. Deutschland zum Beispiel hat ja viel Geld in solche Wiederaufbaufonds bereits gegeben. Das heißt, dass jetzt vermutlich der Westen mehr am Wiederaufbau Syriens verdienen kann, als an der weiteren Zerstörung, die auch politisch zu sehr großer Unsicherheit in der gesamten Region, vor allen Dingen gegenüber Jordanien und auch Israel und dem Libanon geführt hätte. Also deswegen denke ich, gibt es eine reale Chance auch für eine politische Lösung, die sicherlich noch einige Zeit dauern wird. Aber die Anstrengungen der Amerikaner und der Russen deuten darauf hin. Was
dem Land vermutlich erhalten bleiben wird, noch für lange Zeit, ist die enorme Kriminalität, die dieser Krieg mit sich gebracht hat. Massive Entführungen, Verbrechen, die einfach auf so einer ganz kriminellen Ebene stattfinden. Das ist etwas, was hier enorm zugenommen hat und was erst dann wieder zurückgedrängt werden kann, wenn auch starke staatliche Strukturen dem entgegengehalten werden können. Karin Leukefeld, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch.